einen schönen guten Abend aus Kanada. Hier spricht Andreas Popp. Wir haben hier ein paar Informationen vorliegen, wobei wir die nicht genau zuordnen können, ob die so stimmen oder nicht. Aber wir möchten sie nicht vorenthalten. Und demnach heißt es, dass Apple plant, dass die App von Telegram aus dem App Store rausgenommen werden soll. Und sogar noch weiter sollen sie gehen, dass die bestehende Telegram-App auf allen Geräten per Fernwartung gelöscht werden könnte. Wir wissen nicht, ob das wirklich stimmt, aber das würde bedeuten, dass man uns über diese App nicht mehr erreichen könnte, sondern natürlich weiterhin über den großen Rechner, aber eben nicht über das Handy. Nur ist es so, es gibt die Möglichkeit dafür zu sorgen, dass keine App von außen gelöscht werden kann, indem man auf seinem Handy ein paar Einstellungen vornimmt. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, ist aber eigentlich ganz einfach. Bitte genau zuhören. Ihr findet, wenn ihr euer Handy anschaltet, euer Smartphone, dieses Rändelrad, so ein grau unterlegtes Emblem, und da steht drauf Einstellungen. Und da drückt ihr drauf. Und dann öffnet sich ein neues Bild. Dort findet ihr den Begriff Bildschirmzeit. Dort drückt ihr wieder drauf. Und es entsteht ein neues Bild. Dann drückt ihr auf Beschränkungen. Relativ einfach zu finden. Und dann kommt ihr in den nächsten Part rein, in die nächste Stufe, und da findet ihr den Button oben auf Aktivieren. Und da drückt ihr Aktivieren ganz oben. Und dann kommt als nächstes ein Part, da steht drin Käufe im iTunes und in App Store. Das ist ganz einfach ganz oben zu finden. Das klickt ihr an und dann steht dort Apps löschen auf Nicht erlauben. Das heißt, es steht auf Erlauben. Und jetzt wird es auf Nicht erlauben umgestellt. Ein Tipp drauf und dann ist es schon geschehen. Das klingt jetzt alles sehr kompliziert, ist es aber überhaupt nicht. Wenn ihr dabei seid und das macht, während ihr das hört, werdet ihr sehen, das ist ganz einfach. Selbst ich habe es gekonnt und ich habe überhaupt keine Affinität zu diesen Smartphones. Ich wünsche euch in diesem Sinne alles Gute und schaden kann es nicht. Bis dann. Ciao, ciao.